die deutsche Meisterin im Bodybuilding beinahe sowas, Vera Bende. Vera, guten Abend, herzlich willkommen. Jeder, der Sie sieht, wird sagen, boah, eine starke Frau. Vera, Sie waren gestern noch in Zürich in der Schweiz und haben teilgenommen an den Europameisterschaften. Das sind ja also bei euch nicht so Misswahlen, sondern es ist im Grunde eine echte sportliche Veranstaltung. Ja. Und man kann auch Europameisterin werden. Ja, man kann. Sie wären es gerne geworden. Ja, das war auch mein Wunsch. Mit diesem Wunsch sind Sie hingefahren. Was dort passiert ist, gucken wir uns in einem ganz kleinen Film mal schnell an. Gucken ihn sich auch vielleicht mit an, damit wir nachher darüber reden können. Also Vera Bendel in Zürich. Das ist jetzt so eine Art Kür. Das ist Stechen, das dauert ungefähr eine Minute. Da lasst ihr die Muskeln spielen? Ja. Das sind sie. Ist ja einiges los. Ja, ja, das geht in die Nase. Wie viele Mädchen waren das in der engeren Auswahl sozusagen? Es sind sechs Mädchen. Sechs. Jetzt kommt die Wertung. Und da haben sie die fünfte Position gemacht. Und das hat dem Publikum überhaupt nicht gefallen. Die haben gepfiffen und haben gejohlt und hätten eigentlich gerne Sie auf dem Treppchen gesehen. Und was hat das Schiedsgericht denn hinterher gesagt? Haben Sie eine Auskunft bekommen, was gefehlt hat? Also Muskeln ja bestimmt nicht. Ja, ich möchte vorweg erstmal sagen, dass Bodybuilding eine sehr junge Sportart ist, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Und wie man gesehen hat, man weiß noch nicht genau, was man oder welche Kriterien man bewerten sollte. Und man hat bei Ihnen gesagt, sie hat zwar Muskeln, aber sie ist nicht weiblich genug. Und das kann ich ehrlich nicht verstehen. Denn ich meine, also wenn schon Bodybuilding, dann doch richtig. Ja, ich glaube, die Jury, die war ein bisschen überfordert. Ja, mit so viel Muskeln hatten die nicht gerechnet wahrscheinlich. Ja. Nur, wenn man zum Beispiel Damenfußball spielt, und die schießt ein Tor, kann man doch nicht sagen, Tor schön und gut, aber der Anlauf war nicht graziös. Also entweder oder. Ja, ich muss sagen, voriges Jahr bei der Europameisterschaft habe ich dritten Platz belegt, obwohl ich nicht so muskulös war. Haben Sie richtig jetzt gearbeitet? Ich habe jetzt sagen wir, 5 Monate lang sehr hart trainiert. Und jeden Tag wie lange? Jeden Tag 5 bis 6 Stunden. Oh Gott, wovon leben Sie denn? Verheiratet? Ja. Ah ja. Und jetzt kam ich mit der, sagen wir, in der Zeit die beste Muskulatur und da haben die Damen gesagt, es ist uns zu viel. Aber wo man die Grenze setzen kann oder sollte, oder da wussten die auch nicht die Aber Antwort. Immerhin, das bleibt Ihnen ja, ist ja fürs Leben. Ja, ich hoffe. Ja. Ich meine, es gibt natürlich die Diskussion und wir wollen hier nicht diskutieren, aber uns doch vielleicht fragen, wie weit soll man als Frau gehen? Sie sind offensichtlich überzeugt, sehr weit. Es gibt andere, die sagen, ja, Schönheit ist für mich was anderes. Und wenn man von Schönheit spricht, kommt immer gleich eine Miss ins Gespräch. Eine Miss Germany beispielsweise. Wir begrüßen die Miss Germany, Marion Kurz. Guten Abend. Bitte schön. So, jetzt fühle ich mich gut. Ja. Marion, Sie sind die noch amtierende Miss Germany. Ja, das stimmt. Nicht mehr lange. Wie lange? Ungefähr noch eine Woche. Eine Woche. Fällt eine Last von Ihnen oder sagen Sie, es ist schade, war doch schön? Also wenn ich mich in das Gefühl reinversetze, da auf Mallorca zu sein, weil dieses Jahr ist die Wahl auf Mallorca, meiner Nachfolgerin die Krone aufzusetzen, ich glaube, da kriege ich leicht feuchte Augen. Das war doch ein Ereignis. Das war schon irgendwie ein schönes Jahr auch, ja. Aber es ist doch beruhigend, was mir gerade auffällt, dass auch die Missen noch mit Handtäschchen unterwegs sind, aber keine ohne Handtäschchen. Das muss schon sein. Aber ihr habt verschiedene Sachen drin. Sie Lippenstift, Sie Expander, oder? Ich habe auch einen Lippenstift. Da bin ich aber beruhigt. Marion, was die Nachfolge betrifft, da gab es ja schon Knatsch. Es gibt ja jetzt mehrere Missen, es werden immer mehr. Ja, also da hat ein gewisser Herr aus der Gegend von Nürnberg eine Modenschau gemacht. Hat sich seine eigene Miss gewählt? Offiziell eine Modenschau und dabei hat er dann noch eine Miss Germany gewählt. Aber die darf jetzt nicht und Nein, die andere darf? Nicht, das ist nicht offiziell, weil die eigentliche Lizenz hat ein gewisser Reingel aus Österreich. Und wir aber sind also nicht in Frage gestellt. Sie sind auf jeden Fall ohne Streit Miss geworden. Sie auf jeden Fall deutsche Meisterin, das ist ja was.
Ich meine, haben Sie beispielsweise mal daran gedacht, Bodybuilding zu machen? Denn ich meine, Schönheit kommt ja nicht von ungefähr. Man muss ja auch was tun. Ja, so. Also ich möchte jetzt schon anfangen, ein bisschen was für die Muskeln zu tun, aber nicht so stark, wie Sie das macht. Nur, dass das hier ein bisschen strammer wird und hier. Ach, ist doch schon ganz schön. Ich meine, also noch strammer. Noch ein bisschen strammer, ja. Das. Und ich meine, muss man jetzt so weitermachen? Oder wenn Sie jetzt aufhören, dann legt sich das alles wieder? Ja, meinen Sie jetzt in der Pause oder wenn man ganz aufhört, Bodybuilding zu machen? Ja, zum Beispiel. Ja, wenn man ganz aufhört, die Muskulatur schwindet, oder die, was heißt schwindet, sie, ja. Es verkrümmelt sich so langsam. Sie wird flacher, wird nicht so toll sein, aber es hängt in keinem Fall. Manche, oder viele Frauen oder viele Leute denken, wenn man aufhört mit Bodybuilding, hängt alles. Ja, aber wo so nicht, wie kann ich hängen, ich meine. Ja. Ja. Ja, meine, nee, das ist, es bildet sich zu, die Muskulatur bildet sich zurück, ja. Es bleibt nicht hängen und man läuft einfach mit dem, ja, mit so langen Bizeps oder Trizeps rum. Ja. Ja, eben das. Lappig. Nein, aber es ist ja interessant, wie reagieren denn zum Beispiel Männer auf Sie? Also, die müssen ja Minderwertigkeitskomplexe kriegen. Im Schwimmbad zum Beispiel. Ich würde sagen, vielen Männern gefällt es und diejenigen, die kritisieren, sollten erstmal nachmachen. Die haben die Komplexe. Ich kritisiere auch gar nicht. Ich meine, mit Pullover. Ja. Aber Ihr Mann ist also noch stärker gebaut als Sie. Er macht das auch, Bodybuilding. Ja. Habt ihr euch beim Bodybuilding kennengelernt? Nicht direkt beim Bodybuilding, aber ich bin durch meinen Mann zum Bodybuilding gekommen. Wie sahen Sie denn früher aus? Ich meine, nein, es gibt ja so Leute, die eine Anlage haben, also wo man schon merkt, hoppla, da kommt was. Ich hatte die Anlage nicht. Ich habe alles erarbeiten müssen. Aber waren Sie schon kräftig von Natur aus? Ja, ja. Und Sie waren von Natur aus hübsch? Ja, als Baby war ich nicht ganz so hübsch wie jetzt. Nee, aber was mich jetzt interessiert, ich meine, also so einer wie ich, der leidet ja auch immer darunter, wenn man irgendwo auftaucht, ach so sehen Sie wirklich aus. Passiert es Ihnen nicht, dass Leute sagen, Sie sind Miss Germany, also ich kenne da eine, die finde ich noch toller. Ja, sicher, doch, das kommt schon vor. Man, das ist halt eine Geschmackssache. Ich bin von 10 Juroren gewählt worden. Ja. Ich habe nun mal denen gefallen. Wenn das gleich am selben Abend noch mit einer ganz anderen Jury passiert wäre, wäre lange nicht gesagt gewesen, dass ich noch meinen Titel bekomme. Dann machen Sie sich nichts vor. Nee. Nee, ich meine, ist ja auch im Grunde, wie gesagt, wirklich über Geschmack lässt sich streiten. Das ist ja eben, was ist schon hübsch. Ne? Der eine sagt, das ist hübsch, der andere sagt, ich stehe auf blond, der andere auf dunkelhaarig, der andere auf ein bisschen mehr Kurven, der andere auf ganz schlank. Also. Ah, sind Sie eigentlich in festen Händen? Ich meine, so ja, jetzt einfach leicht dahin gefahren? Nein. Nein, ich bin noch zu haben. Sie schon? Noch zu haben? Boah. Könnten Sie sich beispielsweise in einen Muskelprotz, sagt man nicht gut, ist kein gut schönes Wort, oder? Nein. In einen starken Mann? Ja. Ja? Können Sie sich einen starken Mann verlieben, der so auch spielen lässt alles? Ja, ich kann mir das vorstellen. Doch, also eine Abneigung dagegen, wenn Männer stark muskulös sind, habe ich nicht. Und dann gibt es ja immer ein Vorurteil, dass also Männer, sagen wir mal, die viel Muskeln haben, wenig Grips haben. Das ist ein Vorurteil. Haben Sie sicher auch schon gehört. Als Frau auch? Ja. Als Frau noch nicht, aber ich glaube schon, dass das viele denken. Ja, was machen Sie beruflich? Also jetzt mal ganz doof gefragt. Ja, ich bin Sportlehrerin, aber nicht mehr beruflich. Sie haben also Sport studiert? Ja, Sport und Russisch. Sport und Russisch. Ach, grüßen Sie auch mal unsere russischen Zuschauer. Nein, alle Kollegen machen das. Ich sehe das in den neuen Sendungen immer. Ich grüße Schweiz, Österreich, Luxemburg, auch unsere Freunde, wo gibt es noch welche? Drüben und Russisch, jetzt Russisch. Ein russischer Gruß. Здравствуйте, дорогие друзья. Bitte schön. Gut. Ja. Meine Damen, also ich habe mich wohl gefühlt in Ihrer Mitte. Ich weiß, lassen wir noch einmal die Muskeln zum Schluss. Ja? Ich auch? Als Vergleich. Was haben Sie für eine Oberweite? 35. Oho. Zentimeter. Pass auf jetzt, Achtung. Moment, rechts ist glaube ich besser, oder? Links oder rechts? Meine ist etwas blasser, aber ansonsten. Moment. So. Gemein, sie hat nicht mitgemacht, da hätte ich wenigstens Zweiter gemacht.